Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Sturmhafen am Questen. Mit dabei die Khaleesi, die aber jetzt nicht im TS oder Discord ist. Die begleitet uns nur so. Drückt uns. Hilft uns auf jeden Fall ein bisschen. Und wir sind, ich zeig's dir auf der Karte, waren im Dorf Köklin. Die Quest haben wir jetzt in der letzten Folge gemacht und die war ziemlich ätzend. Und in der Folge machen wir jetzt erstmal die Himmelsscherbe hier. Da oben ist sie. Hier soll auch noch ein Buch sein. Dann hoffe ich, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen Action haben, weil so ist das ziemlich einschläfernd, wenn du da nur Questtext hast, von A nach B geschickt wirst. Ist das das Buch? Brief an Sentulus. Aber sehr schön hier. Überirdischen Heiler. Wir holen uns erstmal die Himmelsscherbe. Genau, Khaleesi hat das schon genau erfasst. Flups. So, und das Buch soll da hinten sein. Das Haus des Chaos. Okay, das haben wir. Dann machen wir als nächstes Stationes, würde ich sagen, den Hauptmann. Dafür müssen wir dezent in die andere Richtung. Gehen wir jetzt auch zu Fuß. Ich habe nämlich gesehen, hier sind noch Pilze und Käfer. Ach, scheiß auf die Pilze. Dann können wir automatisch auch auf die Käfer scheißen. Entschuldigung, wenn ich das so... Salopp Ausdrücke. Sind wir hier richtig? Ne, wir müssen da hoch. Wie kommen wir da hoch? Hier schon mal nicht. Oh, ein Runenstein, den nehmen wir noch mit. Da hinten habe ich noch, ist noch irgendein Gewächs. Oh, eine gelbe. A yellow one. Wo ist denn der jetzt da oben? Müssen wir jetzt hier durch oder was? Oder bin ich ja jetzt total im falschen Film hier? Okay. Dann killen wir ein paar Mobs. Gibt ja ein bisschen XP. Level 28. 50 müssen wir werden. 50. Aber viele Spinnies hier. Ich glaube, wir sind noch falsch. Wie, mal hier irgendwie. Ja, ne? Nehmen wir noch einen Runenstein mit. Ne, hier sind wir falsch. Dann müssen wir mal gucken. Ich denke mal, dann müssen wir... Was sagt denn die Karte? Das ist nicht sehr gut ersichtlich. Ich denke, wir müssen links rum. Wir waren da eben schon richtig. Auf die Khaleesi. So. Da waren wir wahrscheinlich schon richtig, weil auf der anderen Seite ist das Meer und das Dorf Köklin, wo wir in der letzten Folge waren. Deswegen denke ich mal nicht, dass da irgendwie eine Möglichkeit ist, um nach oben zu kommen. Was ist hier los? Nix, keiner da. Da siehst du, was sag ich denn? Da oben ist noch ein Kraut. So viel Stress wegen einer Kornblume. Viecher heilen sich, ne? Wenn er fressen sich gegenseitig auf. Ja. Viele Runensteine hier. Sehr nice. Was haben wir hier? Das Lager der überirdischen Träume. Okay.
wollen wir ja nicht hin. Wir wollen hier ein bisschen Stress machen. Und nein, wir machen keine Fischstäbchen. Mann. Nee, ist im Kochen hier. Geht, meine Diener, seht Tod und Zerstörung. Was? Ich höre Stimmen. Gold. Ja. Okay, hier sonst nichts. Wir müssen weiter hoch. Sehe ich das richtig? Hier müssen wir hin. Sind wir hier? Richtig? Ihr wagt es euch mit den überirdischen Träumern anzulegen? Kostet die Flammen des Vergessens. Mhm. Oh, ich muss mal husten. Geht, meine Diener, seht Tod und Zerstörung. Top. Müssen wir den Boss jetzt nochmal machen? Warum sterbt ihr nicht endlich? Den Verminas Namen. Okay, wir müssen ja nochmal machen. Upsala. Obwohl die Feuerschalen gelöscht wurden, scheint sich Hauptmann Derek immer noch im Schlaf zu winden. Wachrütteln. Er beginnt sich zu regen. Was ist passiert? Ich muss nach Köglin. Wir treffen uns dort. Oh. Existiert die ganze Map nur noch aus diesem einen Dorf? Wir schauen uns mal unten den Turm jetzt an, wenn wir gerade hier sind. Gut, um ihn da werden wir nicht rumherum kommen. Hier? Tötet Eisenzahn tiefer? Wir gehen erstmal hier in den Turm. Vielleicht sind wir schon wieder viel zu früh hier, aber der Wachturm. Na, ob sie die Kiste mitnimmt? Ne, nimmt sie nicht. Na gut, dann lassen wir sie. Dann gehen wir mal runter. Und Eisenzahn, tötet Eisenzahn. Wer ist denn Eisenzahn? Nein! Da könnt ihr wenigstens zumindest fragen, ob wir das Gebiet vorher verlassen wollen. Ich will nicht noch den Ubra. Lass mal durch.
Gegenstände, die sind nicht. Achso, hatte uns ja gar nicht, okay. Sturmhafen. Da wollen wir hin, da wollen wir bleiben. Dann gucken wir mal, was hier noch in der Nähe ist. Ansonsten müssen wir gezwungenermaßen nochmal ins Dorf zurück. So. Erstmal lunchen. Ja, so nicht. Sind wir jetzt wieder in Glenura? Was? Kann doch nicht sein. Nein. Hier ist der Turm. Warum? So. Dann lass mal jetzt die Karte gucken. Ah, sieht doch schon besser aus. Dann gehen wir zum Nurinhof. Gehen das als nächstes an. Ich muss mal auf Klo. Der Explorer muss mal Pullermann und Söhne. Wir müssen noch 9 Minuten aufnehmen. Oh, wenn ich das nicht schaffe, machen wir ein bisschen vorher Schluss. So, der Nurinhof. Gehen wir einmal hier rum. Obwohl, ich glaube, das ist eine dumme Idee. Die werden uns garantiert jetzt vom Pferd holen. Was Hobby gesorgt? Keinen schmierigen Drecksäcke. Nein. Ich habe gar keinen Mana mehr. Okay. Mit dem blauen Auge davon gekommen. Nein, 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 nein. So. Rosalie Nurin. Okay. Nehmen wir uns mit. Da hinten leuchtet irgendwas. Das habe ich genau gesehen. Gut. Falsche Waffe. Das ist so. Das haben wir. Entschuldigt. Kenne ich euch? Was ist passiert? Feuer, Scampen, William verschwunden und nun Fremde auf dem Grundstück. Die Landarbeiter haben alle aufgegeben. Vielleicht sollte ich auch aufgeben. Der Bauernhof ist verloren und mein armer William. Klingt so, als könntet ihr Hilfe brauchen. Es tut mir leid, Held. Aber heute seid ihr zu spät dran, um den Tag noch zu retten. Seht euch doch nur um. Der Hof liegt in Schutt und Asche. Meine Tochter Garnisee und ich sind nur hier geblieben, um nach meinem Mann zu suchen. Aber jetzt müssen wir wohl davon ausgehen, dass er im Feuer umgekommen ist. Ich könnte nach ihm suchen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr eure Zeit verschwenden wollt. Aber wir packen nur noch rasch zusammen, bevor wir abreisen. Meine Tochter Garnisee durchstöbert dort drüben die Asche. Könntet ihr ihr ausrichten, dass sie zum Haus zurückkommen soll? Sicher. Wo ist sie denn? Es ergibt keinen Sinn. Es muss etwas geben. Irgendetwas. Ein Zeichen, was mit meinem Vater geschehen ist. Könnt ihr mir helfen? Könnt ihr mir helfen, diese Asche zu durchsuchen? Eure Mutter sagt, es wäre Zeit, die Suche aufzugeben. Wie kann sie das nur sagen? Wie könnte sie ohne ihn von hier fortgehen? Sie kann die Suche ruhig aufgeben, wenn sie das möchte, aber ich werde es nicht tun. Nicht, bis ich Gewissheit habe. Ich habe noch nicht überall gesucht. Werdet ihr mir helfen? Na sicher das. Ich glaube es nicht mehr. Ich weiß es.
Meine Mutter kann gerade nur nicht klar denken. Wir haben nicht einmal in allen Gebäuden geschaut. Ehrlich gesagt habe ich die Scheune im Norden bisher absichtlich ausgelassen. Sie macht mir Angst. Ich werde meine Mutter ein wenig zur Vernunft bringen. Aber könntet ihr inzwischen dort nachschauen? Ja. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Sorry, wenn wir heute ein bisschen früher Schluss machen, aber ich muss echt auf Klo. Ich muss, sonst pullere ich mir hier in die Hose. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, bye bye, ciao, ciao.